Traktat über die Alchemie. Eine Zusammenfassung von Paracelsus Schrift Paragranum. Die Natur ist so subtil, dass sie ohne Großkunst nicht gebraucht werden kann. Denn es gibt nichts, das auf seine Art vollendet sei, sondern der Mensch muss es vollenden. Diese Vollendung heißt Alchemie. Der Bäcker, der Winzer, der Weber ist ein Alchemist. Nun aber haben alle Handwerke der Natur nachgegründet und ihre Eigenschaften erkundet, sodass sie in allen Dingen der Natur nachzufahren und das Höchste, was in ihr ist, herauszubringen wissen. Aber allein in der Arznei, da es am nötigsten wäre, ist es nicht geschehen, die ist dergestalt die gröbste und ungeschickteste Kunst. Denn wie kann ein gröberer Mensch sein, als der das Fleisch roh frisst und die Haut ungegerbt anlegt und macht sein Dach unter dem nächsten Felsen oder bleibt im Regen? Und wie kann ein gröberer Arzt sein? Oder wie kann es in der Arznei gröber zugehen, denn wie man in den Apotheken kocht? Die Natur zeigt es dir selbst an, wessen du dich befleißigen sollst, damit du deine Arznei in Wirkung bringst. Gleich wie der Sommer die Birnen und Trauben fertig macht, so soll auch deine Arznei geführt werden, so wirst du ein gut Ende erzielen. Und weil die Arznei ohne den Himmel nichts taugt, so muss sie durch den Himmel geführt werden. Ihre Führung ist nun nichts anderes, als dass du ihr die Erde hinwegnehmest, denn der Himmel regiert sie nicht, sie sei denn von ihr geschieden. So du sie, die Erde, abgeschieden hast, so ist die Arznei im Willen der Gestirne und wird vom Himmel geführt und geleitet. Was zum Hirn gehört, wird durch Luna, den Mond, zum Hirn geleitet, was zur Milz gehört, durch Saturn zur Milz, was zum Herzen gehört, durch die Sonne zum Herzen, durch Venus zu den Nieren, durch Zinn zur Leber und so weiter. Mit dem Planetennamen ist hier auch das zugehörige Metall gemeint. Weil nun der Himmel durch seine Astra dirigiert und nicht der Arzt, so muss die Arznei dermaßen in Luft gebracht werden, dass sie vom Gestirn regiert werden kann. Kein Gestein wird vom Gestirn hochgehoben, nur das Volatile, das Flüchtige. Viele haben in der Alchemie die sogenannte Quintessenz gesucht, das nichts anderes ist, als wenn man von den Arkanen die vier Körper, ihre vier Elemente wegnimmt. Das ist die Reinigung der vier Elemente. Dann hat man ein neues fünftes Wesen, die Quintessenz. Was dann übrig ist, ist das eigentliche Arkanum. Es ist ein Chaos und dem Gestirn möglich, es zu führen. Danach soll das Wissen sein, was in diesem Arkanum das Gestirn sei, und danach, was das Gestirn der Krankheit sei, was das Gestirn der Arznei wieder diese Krankheit sei. Da geht nun das Dirigieren an. Wenn du eine Arznei eingibst, so muss dir es der Magen bereiten. Er ist der Alchemist. Ist es nun dem Magen möglich, es dahin zu bringen, dass die Gestirne sie annehmen, so wird sie dirigiert. Wo nicht, geht sie durch den Stuhl aus. Was ist Höheres in einem Arzt, denn das Wissen um die Konkordierung beider Astra, also das Zusammenführen der Gestirne,
im Makrokosmos und im Menschen. Nun ist Alchemie der äußere Magen, der dem Gestirn das Seine bereitet. Es ist nicht so, wie die sagen, Alchemie macht Gold, Silber. Hier ist das Vornehmen, mach Arkana und richte dieselbigen gegen die Krankheiten. Da muss der Arzt hinaus. Das ist der Grund. Der Alchemist ist der Dinge Herbst, Sommer und Gestirn. Und wie das Korn, ehe es wächst, in der Erde faul wird, so geschieht auch die Zerbrechung. Die Zerbrechung geschieht durch Fäulung, Fermentierung oder Gärung, durch Feuer, je nachdem, so dass die Corpora davon wegkommen, das Arcanum bleibt. Also es geht immer um die Trennung des unreinen, festen und schweren von dem flüchtigen, reinen, leichten, chaotischen, was eben von den Gestirnen geführt werden kann. Das Korn auf dem Felde braucht keine kleine Kunst, bis es in seine Ähre geht. Da ist das Elixier und das höchste Ferment, das sich die Natur vorbehalten hat. Dem folgt eine Digestion, eine Verdauung, und aus derselbigen folgt sein Wachstum. Die Natur will, dass die Bereitung bei den Menschen allwegs wie bei ihr sei, dass ihr nachgehandelt werde und nicht den tollen Köpfen. Merkt, dass ihr auflösen müsst, die Heilmittelsubstanzen separieren, auflösen, den Weg zurückgehen. Alle Werke, die die Natur vorangetrieben hat, von einer Stufe zur anderen, die müsst ihr wieder auflösen. Als kleines Beispiel, wenn ich eine Pflanze staphylisch auflöse, den Weg zurückgehe, dann beginne ich bei der Blüte und destilliere erst das ätherische Öl ab. Nachher nehme ich den ganzen Pflanzenkörper, vergäre ihn, mache einen Wein daraus. Und aus diesem Geist, der den Pflanzenkörper aufgebaut hat, der Sonnenlicht, das ist nachher im Alkohol enthalten, das ist dann die zweite Stufe der Auflösung. Zum Schluss kommt über der ganze Körper verbrannt, verascht und auch das Salzige, ne, also das Wurzelhafte, quasi damit in eine gereinigte Form gebracht. Dann hat man einen gereinigten Körper, Seele und Geist. Das ist der spagyrische Prozess. Der verfolgt sozusagen in umgekehrter Reihenfolge, wie die Pflanze halt entsteht und wächst. Also das wäre jetzt als Beispiel, was damit gemeint ist oder sein kann. Und weil ihr oder ich in dieser Auflösung nichts wissen und können, wenn wir das nicht machen, sind wir nur Mörder und Erwürger. Wer die aber die Alchemie nicht kennt, kennt ihr aber auch die Mysterien der Natur nicht. Der Alchemist zeigt und erprobt, was recht und wahr ist. Seht doch, ihr meine Leser und Hörer, was für einen elenden, zu erbarmenden Prozess alle Schreiber der Medizin und alle, so jetzt zur Zeit Arzt sind, in Caducus, Beispiel, ihr Epilepsie haben. Dass sie einen davon nicht zu befreien wissen, soll es mir dann unbillig sein, dass ich solche verachte, die da wollen, und solle die Arznei brauchen, die sie haben und die nichts taugt, und einer, der einen anderen Weg sucht, durch den den Kranken geholfen wird, der soll ein Narr sein? Sie wissen nicht eine einzige Krankheit mit gewisser und tröstlicher Arznei zu heilen, während doch Gott nicht einen solchen ungewissen, sondern einen gewissen Arzt haben will. Gibt er dem Ackerbau, dem Steinmetzen und so weiter Gewissheit, noch viel mehr dem Arzt, an dem mehr liegt. Denn wie ein jeglich Ding, um zu seiner Eigentümlichkeit zu kommen, seine besondere Meisterschaft erfordert, so auch die Krankheiten und ihre Arkanen. Zum Beispiel, die Leber will trinken und fordert Wasser und Wein.
nun siehe, wie der Wein hergekommen sei, wie er geboren sei, bis er den Durst löscht, und ebenso der Magen will essen. Nun siehe, wie ihm das Brot und die Speise so mannigfaltig bereitet wird. Nicht anders versieh dich in den Krankheiten, als sei Apoplexia, Schlaganfall, ein Durst, und müsste als eine besondere Arznei, also eine besondere Arznei und also auch eine besondere Bereitung haben. Für jede Krankheit eine besondere Bereitung. Darum halte ich euch das billig vor, weil ihr so gute Arznei und die Bereitung in der Hand habt. Und durch den Suppenwust lasst ihr es verderben und ertrinken. Muss man nicht Gift vom Gut scheiden, das Gute nehmen und das Böse nicht? Ja, man muss. Ihr lasst alles beieinander. Soweit zum Traktat über die Alchemie. Ja, schauen, ob ich noch über das vierte, über die Tugend noch was dazu nehme. Das lasse ich mir jetzt nochmal offen. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das waren schon mal drei ganz wichtige Bereiche über die Philosophie des Paracelsus, mit der man wirklich was Authentisches lernt über die Denkweise, wie Paracelsus gedacht hat. Da braucht man nicht nur etwas zu glauben, was einem hier und da mal über Paracelsus erzählt wird. Dankeschön, tschüss.